Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und die nächsten 10 Tage soll es mal darum gehen, welche Panzer sind denn pro Stufe am meisten vertreten, also finden sich in den meisten Garagen wieder. Und auf Stufe 1 fangen wir natürlich an. Ganz einfach, weil es dazugehört. Und auf Platz 3 mit 2.947.021 Fahrzeugen auf EU-Servern ist es der T1 Cunningham. Da ist er, US-Amerikaner, sieht man da an diesem hübschen Sternchen, den er drauf hat. Keine Markierung drauf oder keine Lackierung drauf. Und wir haben eine Autoloaderkanone 37 mm mit 33 Durchschlag bei 30 Schaden auf Standard. Mit Premium-Munition 53 Durchschlag bei 30 Schaden auf Premium, wie gesagt. HE-Munition ist nichts dabei, 19 mm Durchschlag interessiert auch auf Light. Keine Sau, so sieht's aus. Wir haben ein nicht voll besetztes Feld, also man sieht es da, es fehlen zwei Panzer pro Seite. Gibt also nur 13. Trotzdem kann man recht vernünftige Runden warten. Durchschnittlichen Schaden pro Runde liegt bei 82. Da werden wir hoffentlich drüber kommen, beziehungsweise da kommen wir auf jeden Fall drüber. Ansonsten hätte ich die Runde ja nicht rausgesucht. Wie bei allen Replays gucke ich mir die vorher nicht an, sondern ich drücke auf Play. Und wir gucken quasi zusammen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich gehe immer nur davon aus, wenn ich so die Statistiken einmal kurz drüber schaue. Ich schaue mir auch nicht ganz genau an, wie viele Kilometer er gefahren, wie viel Geld hat er gemacht oder sonst irgendwas, sondern ich gucke da einfach nur mal so spontan, spontun quasi hin. Ja. Also, wir haben eine Autoloaderkanone mit 5 Schuss im Magazin, wenn ich das richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind auf Minen gelandet, wo sonst? Meine Karte wird öfter gefahren. Minen ist die ja, am häufigsten gewählte Karte, beziehungsweise die am häufigsten angefahrene Karte. Da könnt ihr nichts dafür, da könnt ihr nichts dagegen tun. Das ist einfach so. Trifft man auch gleich auf die ersten Gegnerchens. Wird auch ordentlich gleich drauf geholzt da auf den Cunningham vom Gegner. Er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Aber ist dann schon mal raus. Warum nicht? So, wir versuchen es ein bisschen zurückzuziehen. Es gibt keine Möglichkeiten, Repair-Kit mitzunehmen oder irgendwas anderes. Man hat recht ungenaue Kanonen, das muss man ganz einfach sagen. Auf Stufe 1 kann man auch nicht unbedingt von dem Gefecht reden, sondern ich nenne das eher so ein bisschen zärtliches Gemetzel. Einfach weil es das ist. Snipen geht ebenfalls in der Regel nicht, denn die Panzer sind dafür einfach zu ungenau. Schauen wir die lange Einzielzeit an. Also jetzt die mega geile Super Q hat man in der Regel auch nicht drauf. Meistens, wie gesagt, der hat nur 25 Gefechte im Durchschnitt. Meistens fährt man auch nicht lange auf den, sondern man wartet halt. Man fährt halt seine 10, 11, 12 Gefechte, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann wechselt man auf Stufe 2 und nicht so schnell wie möglich auf Stufe 3 oder auf Stufe 4. So ist das. Fiat kriegt hier eine nach der anderen versemmelt. 366 Schaden haben wir schon gemacht. 3 zu 2 steht's. Das reicht natürlich noch nicht. Muss klar sein. Ja. Wie gesagt, von dem richtigen Gefecht kann man hier nicht reden. Es wird einfach munter irgendwie reingefahren. Gejollert ohne Ende. Fiat. Mal sehen, woher und wo er hin uns fiert. Ganz schlechter Wortwitz. Aber da ist er ebenfalls raus. Kill Nummer 3, Kill Nummer 4 geholt. 779 Schaden haben wir schon verabreicht. Standardmunition und ein bisschen Bremer haben wir auch verschossen. Da haben wir unser Kill Nummer 5. Der war nicht von uns. Warten natürlich welche hinten aus der zweiten Reihe. Wir holen uns den deutschen Leichttraktor. Der ist nachher auch noch dabei. Will auch noch nicht zu viel verraten. Ja, spielt ein bisschen wilde Sau. Es muss aber so sein. 6 Kills aktuell, 858 Schaden. Das schaffen manche auf Stufe 4 nicht. Also Stufe 1 natürlich die, müsste die Stufe sein mit den wenigsten Panzern. Jede Nation hat, glaube ich, einen. Und das war's. Wenn mich nicht alles täuscht. Wahnsinnig lange Einzelzeit.
eine 37mm Kanone. Und wir holen uns den nächsten Kill, Kill Nummer 7. Bleibt ein Aufklärer übrig, also ein Light. Stufe 1 gibt es ja nichts anderes. 973 Schaden und außer nächste. Jetzt gleich direkt nachladen, oder? Nee, Kill holen wir uns ebenfalls. Kill Nummer 8, 997 Schaden verabreicht, 144 Schaden aufgeklärt. Nichts geblockt. Aber das ist ebenfalls auf Stufe 1 eher selten. Wir gucken mal, was die Auswertung zu Gefecht Numero Uno sagt. Fettes Victory, es gibt auf jeden Fall eine Top Gun, ein bisschen Gedöns, ein M gibt es dafür auch noch. Wir haben knapp 1000 Schaden gemacht, okay. 664 Base XP auf Stufe 1, absolut aller Ehren wert. Da kommt keiner auch nur annähernd dran. 40 Schüsse abgefeuert, 35 haben getroffen, 34 haben durchschlagen. Wir haben recht viel Premium geschossen. Für Repair geben wir nichts aus, denn wir sind auf Stufe 1, da wird sowas, ja... Da geht die Oma mal mit dem Bügeleisen drüber und ist der Panzer wieder dicht. Das ist alles, ja, so läuft das da. Und für Konsumgüter kann man nichts ausgeben. Wie gesagt, die kann man nicht mitnehmen. 20.000 gehen für Munition drauf. Ist okay. Soll eine Spaßrunde sein. Am Ende sind es 8.370 miese. 1,2 Kilometer auf der Kette und das Ganze in 4 Minuten. Wie gesagt, wir nennen das Ganze nicht Gefecht, sondern ein zärtliches Gemetzel. Ich würde sagen, wir springen in das zweite Replay und gucken uns an, wer auf Platz 2 ist. Dann gibt es eine kleine Überraschung. Bis gleich. So, das sind wir auch schon. Im zweiten Gefecht sehen wir Platz 2, den Mirror the Devil im MS1. Russischer Stufe 1 Panzer und der ist ein ganzes Stückchen besser als der Cunningham. Mal allein vom Durchschlag her 51mm Durchschlag auf der 45mm Kanone bei 47 Schaden. Pro Schuss auf Premium-Munition 88mm Durchschlag, kommt wirklich überall durch. Bei gleichem Schaden und auf HE hätten wir 23mm Durchschlag, 62 Schaden kann man ebenfalls machen. Ja, recht nette kleine Kiste, hat kein Auto da drauf, sondern eine Einzelschusskanone. Und wir fahren im reinen Einsergefecht. Man sieht es ja schon, da sind Panzer schon unterwegs, zum Beispiel der Dirk Blitzstein hat von und dahinter diese beiden... Doppelpunkte und auch hier drüben Daniel Zaredenetjek hat ebenfalls diese Doppelpunkte. Das sind sogenannte eingesetzte KI-Spieler, um das Feld aufzufüllen. Es wird also ab und zu gemacht, wenn sich absolut keiner einfinden möchte zum Einsergefecht. Und das ist einfach so. Es gibt nicht viele Replays. Dann wird das so veranstaltet. Es wird ein bisschen wild rumgescrollt und gemacht. Ich habe fast einen epileptischen Anfall. Nein. Was gibt es noch zu dem zu sagen? Viel ist es nicht. Wir haben natürlich alles eher vom Schlechtesten, weil wir haben halt einen Stufe 1 Panzer, also wir haben noch nicht das beste Funkgerät, deswegen sind wir auf so einer großen Karte. Zumindest beim Funk hört man öfter mal einen Ausfall. Das gehört ganz einfach dazu. Also alles, was da drüben ab der Mitte nicht mehr auf unserer Karte zu sehen ist, die sind einfach außerhalb unserer Reichweite. So gehört sich das. Auf Stufe 1 dürfen die Panzer nicht so stark sein. So. Auf Steppen sind wir hier, auf der 8900-Linie. Wir werden hier ein bisschen, ja, keine Ahnung, wir warten auf ein besseres Wetter oder so. Man weiß es nicht. Also durchschnittlich werden auf dem Panzer 80,07 Schaden gemacht und 13 Gefechte gespielt, aber wie gesagt 2.979.224 Panzer gibt es auf dem EU-Server. Das heißt, bei fast jedem hängt die Kiste oder steht die Kiste in der Werkstatt. Es macht auch keinen Sinn, einen Panzer zu loszuwerden, denn verkaufen kann man den nicht. Den kann man auch nicht kaufen, den kriegt man einfach. Er ist jetzt nicht der riesen Crew-Trainer, das sieht man schon. Ja, wir haben zwei Leute drin, einen Fahrer und einen Kommandanten. Das ist natürlich nicht die Rede wert. Kanal ist ungenau, so wie sich das gehört. Man kann absolut nichts verbauen. Wenn mir der Gegner stillhält. Trefferchen, Trefferchen, Trefferchen. Schaden machen wir erstmal genug. 1 zu 5 steht es allerdings. Läuft eher mau gegen uns.
für uns. Haben wir auf einmal in die falsche Richtung geschossen. Nee, voll einzielen. Das ist ein Russe. Geht das nicht anders? Und wir haben eine Lampe drauf. Wird gleich jemand versuchen, auf uns zu schießen? Da bin ich mir ganz sicher. Ah, noch ist er am Leben. Aber hat nur noch 18 HP. Also noch kein Kill aktuell, aber liegen halt, wie gesagt, mit 4 Panzern zurück. Das ist nicht so doll. Der 4 TP wird hoffentlich gleich das Zeitliche segnen. Macht uns allerdings nochmal auf. Schön auf Stufe 1 ist, es gibt keine Artillerie, die einem auf den Sack geht. So. 2 zu 5, 2 zu 6, 2 zu 7. Oh, 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 oh. Hinten fallen sie wie die Fliegen. Otsu und Hausenka dürften dann wohl die nächsten sein. Können wir davon ausgehen. Gib ihm. LTR braucht es. Und also raus. Kill Nummer 1 für uns. Bei 375 Schaden, die wir ausgeteilt haben. Selber haben wir 215 Strukturpunkte. Das ist nicht die Welt, aber das ist halt Stufe 1. Da gibt das nicht mehr. Ja, schon ziemlich genau die Kiste. Bin gespannt, wie viel Schaden wir nachher über 300 Meter gemacht haben. Dürfte schon ein bisschen was sein. Voll, Leichttraktor kriegt dann die nächste. Abgewehrt. Beziehungsweise gar nicht erst getroffen. Wenn er natürlich hier eine 2-Pirk-Crew hat oder ähnliches, der ist ja schon eine absolute King. Die Kanone ist auf jeden Fall extrem stark, finde ich zumindest. Für Stufe 1 ist das wirklich aller Ehren wert. Ein voller LTR, Leichttraktor. Und da werden wir beschossen. Cruiser 1 von rechts, Hausenka von links. Hausenka bleibt hängen. Cruiser 1 kommt durch. T1 Cunningham. Gerade noch gespielt oder selber mitgefahren. Dreifachchen. Und das dürfte dann der Killshot sein. Jawohl. Wunderbar. Kill Nummer 2. 666 Schaden. Die Zahl des Teufels. Einer meiner besten Kumpels. Es wird von dir verlangt, dass du zurückfährst. Wollen sie sich nicht verlieren? Oben wird fleißig gefahren. Unten wird fleißig gefahren. Den müssen wir rausnehmen, ganz dringend. Einzielen. Boah, daneben. Na, also. Kill Nummer 3. 7 zu 11. Ist der Bot noch drin? Tatsächlich Dirk Blitzstein. Im Cruiser One. Unterstützen, unterstützen, unterstützen. Boah, geht alles daneben hier. Ja, dürfen wir nicht zu viel verlangen. Ist halt Russenpanzer. Bam. Also raus. LTR ist unser Kill Nummer 4. Es steht 8 zu 12. Drüben haben wir, glaube ich, zu viel verloren. Ja. Sind wir doch nochmal aufgegangen, natürlich. So wie sich das gehört. Also 742 Schaden bis dahin, 40 Schaden geblockt, 65 Schaden aufgeklärt. Ein Hausenka ist noch am Leben. Und von uns, also von uns noch ein Hausenka und meine einer oder dieser hier, liebe Miru the Devil vom Clan Exar. Hausenka wird auch mehr oder weniger allein gelassen. Wir stellen uns ungefähr in die Nähe, aber mehr auch nicht. Abgeprallt. Daneben. Ah, er trifft. Das ist das Problem. Da holen wir uns. Kill Nummer 5. 780 Schaden verabreicht. Wenn jetzt alle zusammen angreifen würden, wäre normalerweise hier sofort Schicht im Schacht. Aber wir kennen ja so unser Pappenheimer. Zusammen angreifen bedeutet immer auch Schaden abgeben. Das geht ja schon mal gar nicht. Es geht ja viel, aber das geht nicht. Ja, ist uns egal. Jawohl. Hausenka holt sich den MS1.
Aber den Cruiser One. Ein Treffer. Und da ist der Kill auf den Leichttraktor. Da ist der Bot. Beziehungsweise KI-Spieler. Mal kurz anhalten. Munition verteilen. Letzten 10 Schuss Standard-Munition, danach müssen wir Premium weiterspielen. Wir haben einen Hausenka als Gegner, einen Cruiser und einen LTR. Und noch irgendwas. NC31, okay. Hausenka, Hallöchen. Wir gehen noch nicht auf. Daneben. Boah, hat ein flaches Profil, oder ein schmales Profil. Bist du da euch? Jetzt müssen wir tatsächlich warten, bis offen ist, bis wir wieder repariert haben. Es gibt kein Repair-Kit. Es gibt nichts zum Crew wieder ins Leben zurückholen. Wenn Fahrer oder der Kommandant raus sind, dann war's das. Dann ist hier Sense. So ist das leider. Senker offen. Wir ebenfalls. Schießt daneben. Wie gesagt, hier sind jetzt nicht unbedingt die Starspieler unterwegs. Miro the Devil, denke ich mal, einer der besseren Spieler. Hier zumindest auf Stufe 1. Noch ein Treffer. Einer geht noch. Na komm, 13 habe ich härter noch. Muss doch drin sein. Steht jemand im Cap? Ein Hosenka und ein Cruiser 1 wartet irgendwo in der zweiten Reihe. Wir haben auf jeden Fall genügend Geschwindigkeit, um hier vielleicht eine kleine Umfahrung zu wagen. Und einen besseren Punkt zu finden, von dem aus wir schießen können. Eine kleine Hecke zum Beispiel oder irgendwas anderes in der Richtung. Macht auf jeden Fall Sinn. So, zwei Fahrzeuge im Stützpunkt. Dass der Bot so lange am Leben bleibt, wundert mich. Da ist der Hosenka. Und da ist der ganze Rest. Sind schon zu dritt jetzt. Langsam eng. Da können wir einmal auf den Reset-Knopf drücken sozusagen. Ich glaube, dass der gegnerische, welcher ist noch nicht offen, NC31 irgendwo wartet, aber AFK ist. Also wird nicht so richtig warten, sondern Treffer. Wir sind auf Premium-Munition, es geht leider nicht anders. Wir müssen hier leider jedes Register ziehen. 1331 Schaden haben wir verabreicht und dem Gegner 9 Kills zugefügt. Da wird sich schon ordentlich bedankt. Gut gemacht. Macht er wirklich gut. Gibt's nichts zu meckern. So, gib Gas, fahr rüber. Ach, guck an, wer da gekommen ist. 2 HP haben wir noch. Fährt natürlich woanders lang und ist dafür dann raus. Kill Nummer 10, 1333 Schaden gemacht und 40 Schaden geblockt, 65 Schaden aufgeklärt. Okay, ist halt Stufe 1. Machen wir uns nichts vor, so gehört sich das manchmal. Mal sehen, was die Auswertung dazu sagt. Eine Top Gun gibt es auf jeden Fall, einen High Kaliber, einen Defender und eine Kolobanov-Medaille. 11.184 Knete machen wir und 757 XP gibt es auch noch. Wunderbar. Ich gebe auch nur Basic XP, sieht man gerade eben. 1378 Schaden sind es insgesamt geworden. Wir haben 1300 plus gemacht, haben 91 Schüsse abgefeuert, 38 getroffen, 34 durchschlagen. Also nicht mehr die Hälfte der Schüsse ist im Ziel angekommen. Dafür haben allerdings die meisten auch wirklich den Durchschlag geschafft. Und über 300 Meter 787 Schaden, das kommt davon, wenn man auf so eine großen Distanzen spielt. Dann kommen halt nicht alle Granaten ins Ziel, erst recht nicht bei diesen krummen russischen Rohren. So ist es. So, 2,17 Kilometer auf die Kette gebracht in 11,5 Minuten. War ein recht langes Gefecht. Ich würde sagen, wir gucken, wer auf Platz 1 ist. Und da dürfte es, glaube ich, keine großen Überraschungen geben. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Welcher Panzer ist es? Natürlich der deutsche Leichttraktor Stufe 1. Ein Aufklärer, was für eine Überraschung.
Und wir fahren mit Otis Schulz vom Clan DPF20 im deutschen 1er. Was haben wir drauf? Ne? 37mm Kanone, 40mm Durchschlag bei 36 Schaden. Ist nicht die Welt, ich weiß. Auf Premium-Munition 74 Durchschlag bei 36 Schaden. Und wir haben tatsächlich keine Panzergeräusche. Ich muss hier allerdings dazu sagen, es gibt vom Leichttraktor nur ganz wenige Replays. Wirklich ganz, ganz wenige. Es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Stück. Das ist leider das Einzige, wo keine Bots mitfahren. Also keine KI-Spieler. Deswegen habe ich das hier genommen. Der Rest ist zum Vergessen. Das sind teilweise 7 oder 8 Bots pro Seite. Das ist, zeige ich euch nicht, weil das bringt nichts. Das ist nicht lustig. Stattdessen gibt es das hier. Und die Fahrgeräusche müsst ihr euch diesmal denken. Ich weiß, ich habe das schon einmal simuliert. Kam nicht so gut an. Aber das soll egal sein. Wir sind mal wieder auf Steppen gelandet. Wir sind in, in dem Spiel einer von 3 LTRs auf unserer Seite. Auf der Gegnerseite ebenfalls 3 LTRs. Und es wird ordentlich blind Munition verballert. So wie sich das gehört. Munition ist dann wirklich genug da. 269 Schuss. Nur auf Standardmunition, dann nochmal 50 Premium und 20 mal HE. Dürfte normalerweise reichen, um hier ordentlich lustig was zu machen. Jo, so ist das. Also, bei 3.292.827 Spielern steht das Fahrzeug in der Garage auf EU-Servern. Wir haben im Schnitt 25 Gefechte pro, also auf jedem Fahrzeug, bei jedem Account im Schnitt. Ja, wie gesagt, auch hier, die meisten fahren die Kiste, bis sie dann besseren Panzer haben. Auf Stufe 2 gibt es ein bisschen mehr zur Auswahl. Und dann war es das auch schon. Wunderbar. Wird ordentlich Schaden gemacht. Medion 1 ist da nicht in der Lage, sich ordentlich zu wehren. Ist auch der einzige Medium, glaube ich, den es gibt. Auf Stufe 1. Und also raus. Erster Kill, 300 Schaden. Und es wird weiter fleißig in unsere Kanone reingefahren. Hier mal hinterher. Es wird ordentlich nachgeladen. Daneben. Auch noch daneben. Ist wieder offen. Kann schon weitergehen. Geht aber nicht weiter. Stand übrigens in der Überschrift bei diesem Video oder bei diesem Replay. WLAN verhindert hier das Ace. Treffer, Treffer. Also Kanone ein bisschen zuverlässiger. Es kommen mehr Granaten beim Gegner an. Und das wollen wir ja. Ne? Zuverlässige Kanonen ist eigentlich das A und O. Dafür sollten eigentlich die Deutschen bekannt sein. 5 zu 6 steht's. Unsere Aufklärung auf der linken Seite, Cruiser und ein Leichttraktor versuchen da die Umfahrung. Mal sehen, ob sie da auf irgendwelche Gegnerchen treffen. Jetzt mag sich schon wieder hier keiner melden. Keiner will weiter vor, keiner will sich bei dir die nächste Ladung abholen. Panzer hat übrigens 280 Strukturpunkte, wir haben 504 Schaden schon gemacht. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Panzer gibt, der auf Stufe 1 mehr Strukturpunkte hat. 280 ist schon ordentlich. Außerdem sind ja die Deutschen bekannt, dass sie gerne mal ein bisschen mehr Strukturpunkte haben. Siehe Maus auf Stufe 10. Siehe E50 auf Stufe 10. Und EL100 und so weiter. Wir wissen ja Bescheid. Wir wissen ja Bescheid. So, nur aus der zweiten Reihe spielen macht natürlich auch keinen Sinn. Muss also dazu sagen, der Panzer ist von allen Einsern einer der langsamsten. Da kommt nicht viel bei rum. Das Weitere muss man hier natürlich dazu sagen, die deutsche Nation ist eine der ersten Nationen, die da im Spiel war. Zusammen mit den Russen und natürlich den US-Amerikanern. Deswegen ist der natürlich überall zu finden. Das ist ganz klar. Mir sind mit Sicherheit auch einige Accounts mit dabei,
die schon seit Jahren nicht mehr gespielt wurden. Trotzdem zählen die Panzer doch noch dazu. Das ist einfach so. Das würde ich nicht probieren. Bringt gar nichts. Überhaupt nichts. Geschossgeschwindigkeit können wir uns mal anschauen. Würde mich interessieren. 750 Meter auf Standard pro Sekunde, 938 Meter pro Sekunde auf Premium und auf HE 750 natürlich. So, 5 zu 8. Es läuft eher mau. Nicht nur, dass die Fahrgeräusche fehlen, es geht auch nicht so richtig vorwärts und nicht so richtig rückwärts. Wir haben noch zwei Panzer an unserer Seite, ein Kruse 1 und ein Fiat 3000. Klingt fast wie ein Rallye-Auto, ist es aber nicht. Ah, Turm dreht natürlich auch extrem langsam, das gehört alles mit dazu, das ist normal. So, wir verlieren natürlich wieder den nächsten Kameraden. Macht keinen Sinn, da sinnlos reinzuschießen. So, man sollte schon warten, bis der Gegner da wieder rausfährt, wenn man sich schon nicht traut, nach vorne zu fahren. Das muss man ganz einfach dazu sagen. Würde ich mich jetzt in dem Moment auch nicht mehr trauen, sondern ich würde warten, bis sie alle kommen. Wir sind ja deutlich mehr. Müssten sie eigentlich probieren. Wie gesagt, bei den Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden, da kann man natürlich ganz locker mal so 120, 150 Schaden anbringen, bevor die irgendwie auf die Idee kommen, sich mal woanders hinzustellen oder sie überhaupt den Rückzug anzutreten. Richtig schnelle Panzer gibt es da nicht. Leider. Wäre auch nicht fair. Entschuldigung, ich bin heute leider ein bisschen müde. Es tut mir leid. Schlecht geschlafen, viel Arbeit. Aktuell ist sehr viel Arbeit. Auch der Fiat ist nicht unbedingt geil drauf, da nach vorn zu fahren. Großer Eins davon. Kann der Fiat da was machen? Ich glaube eher nicht. Treffer, Treffer, Treffer. Oh, ein HP übrig und den Kill holt sich der Fiat 3000. Frechdachs. Rotzu, da hinten einmal drumherum gefahren. Da werden wir nichts drauf schießen können. Das muss der Fiat alleine machen. Dürfte normalerweise mit einem Schuss erledigt sein. Ja, genauso ist es auch. 7 zu 9, 2 Kills für den Otis Schulz und 3 Kills für den, wie heißt er denn? Skrunkenfitz. Ja. Typische Namen, die man hier so hat. So, 8 Minuten. Wie geht's weiter? Hallo? Vielleicht mal ein bisschen bewegen, das wäre nicht schlecht. Damit ein bisschen Action reinkommt auf Stufe 1, ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber was soll man machen? Also 3, knapp 3,3 Millionen Fahrzeuge auf EU-Server 1. Oder auf EU-Servern. Das ist auf jeden Fall. Oh, jetzt kommen sie wenigstens zu zweit. Wenigstens etwas. Da müsstest du ein bisschen nach vorn fahren. Treffer. Dürftest auch aufgehen dabei. Geht er nicht? Doch, geht er. Hat nämlich keine Lampe drauf. So, Kill am MS1. 671 Schaden gemacht. Kill Nummer 3 geholt. Es wird ein Zug gebildet, wenn er denn möchte. Jawohl, Zug ist erstellt. Und ich würde sagen, können wir den Rest da noch jagen, der noch übrig ist. 20 HP hat der Kruse 1 noch, der eine zumindest. Und der andere, keine Ahnung, wo der hockt. Ah, da drüben wahrscheinlich. Dürfte auch noch ein bisschen was haben. Gib ihm. Boom. Gekillt. Treffer und. Treffer und. Der war daneben. Wo ist der Cunningham? Der bleibt noch übrig. 764 Schaden ist natürlich nicht so viel wie gerade eben im MS1, aber trotzdem noch ganz okay. Kleiner Ausfall beim WLAN, hat er zumindest geschrieben, hat ihn da das Ace gekostet. Normalerweise wäre das ja locker ein Ace gewesen. So, wir wagen die Umfahrung, denn auch der Fiat 3000 versucht da nach vorn zu
Rocken. Daneben. Ebenfalls daneben. Tot. Cruise 1 beißt ins Gras und stirbt damit. Eine Kuh schafft das nicht, die beißt ins Gras und frisst. Was für ein geiler Witz. So. Irgendwo ist noch der Cunningham. Der wartet hinten ganz auf, keine Ahnung, auf was er gewartet hat. Wenn er hier mit nach vorne gefahren wäre, hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Aber ich würde sagen, es hätte auch nur ein bisschen anders ausgesehen. Denn von dem ist, er war überhaupt noch nicht, ja, auf der Karte zu sehen. Keine Ahnung, ob der Schaden gemacht hat. Vorstellen kann ich es mir nicht. Okay, Spiel stockt ein wenig. Das dürfte ein Leck sein oder sonst irgendwas in der Richtung. Okay. Ich würde sagen, wir brechen hier das ganze Spiel ab und gucken mal direkt auf die Auswertung. Das wird sich sonst hier zu lang ziehen. Das will ich nicht. Das will ich nicht. So, es gibt ein Brothers in Arms. Eine ganze Menge Gedöns. Das Ganze ist nur ein 1er. WLAN verhindert Panzer Ass. Würde ich auf jeden Fall sagen, könnte sein. 486 Basic Spear haben wir geholt. Das ist okay. Wir haben 49.000 plus gemacht. Action, okay. Missions Payout, also irgendwas Spezielles haben wir da bekommen. Keine Ahnung, was das sein soll. 69 Schüsse abgefeuert. Die Hälfte hat getroffen. Wir haben über 300 Meter 540 Schaden gemacht. Also etwas weniger als die Hälfte. Ist auch blind einiges durchgegangen. Bist du narrisch. 1 Kilometer haben wir auf die Kette gebracht und haben dafür 11 Minuten 44 gebraucht. Joch. Wir hatten am Ende noch den letzten Kill geholt. T1 Cunningham. Aufgemacht haben wir noch. Gekillt hat jemand anders geholt. So, das soll es von mir gewesen sein. Die beliebtesten Panzer auf Stufe 1. So sehen sie aus. Ein Cunningham, ein MS1 und ein Leichttraktor. Ich würde sagen, wir schauen uns morgen Stufe 2 an. Vielleicht ist es ein bisschen interessanter. Vielleicht haben wir da mal ein paar Replays, wo man auch was hört. Da muss ich ja nicht immer Fahrgeräusche simulieren, so wie ich das mal gemacht habe. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer. Eure Keule, macht gut und tschüss.